Eine Top-Aktion habt ihr gestartet, einer der schnellsten Hilfskonvois, würde ich mal sagen, von dem ich gehört habe hier im Norden von Rheinland-Pfalz. Innerhalb von 24 Stunden wart ihr in der ersten Märzwoche von Idee bis zur Umsetzung unterwegs. Ihr, das seid wer? Erzähl's kurz. Thomas Welsch. Ja, das sind überwiegend tatsächlich Angehörige der Polizeiinspektion Andernach, die aber in der Initiative rein privat agiert haben, also außerhalb des Dienstes. Wir haben einfach den großen Vorteil, dass wir viele Kollegen sind, die auch sich morgens mal zusammengesetzt haben und über diese Idee gesprochen haben und dann tatsächlich zwei, drei Verrückte immer dabei haben, die so engagiert sind und sagen, ja, wir stellen innerhalb von 24 Stunden irgendwas auf die Beine und so war es dann ja auch. Dein Freund und Helfer war früher mal so der Imagespruch für die Polizeikampagne. Ich glaube, der wird schon seit 30 Jahren nicht mehr benutzt. Aber wer so in meiner Altersklasse ist, der kennt den noch. Vielleicht habt ihr es auf der Polizeischule mal irgendwann als Imagekampagne gezeigt gekriegt. Das ist ja wirklich so eine Aktion, die dem ganzen Futter gibt. Ihr habt euch darüber unterhalten. Du hast gesagt, ich würde gerne, aber eigentlich wollte ich da mit einem Studienkumpel was machen, mit einem Kollegen, aber... Wenn wir Leute hätten und zack, hat es Leute gehabt. Erzähl das kurz, wie es dazu kam. Ja, tatsächlich hat ein Kollege, als ich das im Flur mal so beiläufig berichtet hatte, aufgeschnappt und gesagt, ja, wenn der Kollege nicht kann, dann fahre ich mit. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir Leute und auch Fahrzeuge für die Tour bekommen. Und dann hat er ganz spontan zu mir gesagt, ja, besorg du die Autos, ich besorg die Leute. Und ich glaube, 10 Minuten später hatte ich bei einem kurzen Anruf bei unserem Oberbürgermeister Achim Hütten die Fahrzeuge organisiert, unter anderem mir das Feuerwehrauto. Und er hatte noch drei Kollegen organisiert, die spontan bereit waren, 24 Stunden später, dann übers freie Wochenende ja eigentlich, in Richtung Ukraine aufzubrechen. Und so waren wir dann einen Tag später auf Tour. Also es ist nicht so, dass die Polizei Rheinland-Pfalz und speziell Andernach keine Fahrzeuge mehr hat und deswegen auf Feuerwehrfahrzeuge zurückgreifen muss. Das ist ein privates Projekt, genau. Was mit Unterstützung von draußen, also auch von der Stadt Andernach ja. Und der Feuerwehr hier. Ihr hattet ein Fahrzeug vom Jugendzentrum, kriegt jetzt eins vom Sozialamt für die zweite Tour und. Also da ist nichts irgendwie, was dienstliches Material Nein. Aus eurem normalen Betrieb ist, auch wenn man jetzt hier auf dem Hof mal das eine oder andere Fahrzeug sieht. Ja, genau. Ja? Ja. Richtig verstanden. Dann seid ihr 24 Stunden später schon auf der Tour gewesen und habt dann eine Spendeninitiative gestartet, die ihresgleichen sucht. Auf der Autobahn die Idee zu was? Ja, die Idee ist eigentlich daraus geboren, dass wir mal einfach für 2000 Euro eingekauft haben. Da wir relativ kurzfristig starten wollten, haben wir gesagt, wir strecken mal 2000 Euro vor. Das kriegen wir schon irgendwie zusammen wieder und ansonsten bezahlen wir es. Sonst ist es halt unser Sponsoring. Ansonsten bezahlen wir es, da reden wir schon über 2000 Euro. Wir waren zu dritt. Ja, wir waren zu dritt, okay. Gut, für die Sache war es auf jeden Fall gut und dann haben wir aber so viele Anfragen über WhatsApp oder über Facebook, Instagram bekommen, die das irgendwie so am Rande mitbekommen haben. Und die gefragt haben, wie kann ich denn eigentlich spenden? Und ich bin dann gefahren und der Marcel war Beifahrer auf der Tour. Und er hat dann gesagt, ich mache einfach mal ein PayPal-Spendenkonto. Von der Adler-Katastrophe war das ja bekannt, dass es auch gut funktioniert. Und dann hatten wir innerhalb von 6-7 Stunden 8000 Euro auf dem Konto. Und uns sind tatsächlich fast die Augen ausgefallen, weil wir es gar nicht glauben konnten, dass so die Bereitschaft dann so spontan so groß war. Also ihr wart auf der Autobahn, habt ja. Das Spendenkonto eingerichtet, weißt du noch ungefähr, auf welcher Höhe das war? Ja, es war relativ kurz nach Start, vielleicht bei Gießen oder so, also jetzt mal gerade auf die Autobahn aufgefahren. Okay, und dann ungefähr Dresden? Genau, so war es ziemlich genau, in Dresden dann 8000 Euro nachmittags und mega. Man muss dazu ja sagen, als wir in Dresden waren, wussten wir noch gar nicht, wohin wir genau fahren, weil wir ja durch diese 24 Stunden einkaufen mussten, wir mussten Fahrzeuge besorgen, Kollegen besorgen. Die mussten privat handeln, dass es am Wochenende funktioniert. Deswegen sind wir einfach mal gefahren und haben dann auf der Autobahn ja auch die Kontakte geknüpft zur Polizei nach Polen, die uns dann gesagt haben, ihr habt ja noch ein paar Stunden, bis ihr in Polen seid. In die Richtung müsst ihr auf jeden Fall. Ja. Und ich zeige euch die Stellen, wo die Hilfsgüter tatsächlich gebraucht werden und nicht einfach, wo die Leute alle hinfahren. Jetzt nennt man das mit so einem Schuss Humor, aber ja. Ihr seid ja da zu einem großen Teil wirklich ins Blaue gefahren ja. Und auch ja, in Richtung Krieg. Ja. Was sind so die, also ihr habt viel zu tun gehabt, viel zu organisieren, aber was sind so die Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen, wenn man da auf der Autobahn ist? Auf was hast du dich da eingelassen? War das wirklich gut? Kam das vor? Nee, tatsächlich Angst, Respekt, klar, weil so Angst gar nicht, weil wir hatten, uns war schon klar, dass wir in Richtung Ukraine fahren. Wir wollten ja sogar in die Ukraine einreisen, weil es uns ganz wichtig war, dass die Spenden tatsächlich auch da ankommen, wo sie gebraucht werden. Mhm. Und für uns war es schwierig, das noch an Organisationen zu übergeben, die es dann wieder übergeben, bis es irgendwann in der Ukraine landet. Mhm. Insofern, zu dem Zeitpunkt war natürlich der Westen der Ukraine noch sehr verschont, deswegen darf man es auch jetzt nicht übertreiben mit der Gefahr. Aber ein Restrisiko war klar, dass das besteht, ja. Okay, die Kontakte sind wichtig dabei und vor allem ist das wichtig, was du und die meisten deines Teams hier ja hauptberuflich machen. Ihr seid Polizisten und Polizisten bringen in diesem Fall aber einen Vorteil mit an Vertrauen in so eine Spendenorganisation.
ja, das ist ja schön, dass man das auch als Polizist erfährt, dass das Vertrauensverhältnis von, ja, finde ich auch cool, von, ja, von Bürgern und Bürgerinnen zur Polizei sehr, sehr hoch ist. Das hat man hier auch wieder gesehen, dass die Polizei doch noch ein sehr angesehener Beruf ist, was uns ganz persönlich natürlich auch freut. Und in dem Fall auch ganz besonders freut, weil die Leute halt ein unheimlich hohes Vertrauensverhältnis hatten und direkt angefragt haben, wo sie spenden können, weil sie sich sicher waren. Und das kann ich auch garantieren, dass das so ist, dass tatsächlich jeder Cent doch da ankommt, wo er gebraucht wird. Und nicht nur ankommt, sondern ihr bringt ihn ja auch persönlich verdoppelt quasi auch noch mindestens in Warenwert dahin, wo es hingehört. Also ihr habt euch richtig Gedanken gemacht um diese Aktion. Danke. Schwer Gedanken gemacht darum, wie das weitergehen kann. Hab plötzlich Geld auf der Autobahn, also virtuell, ja, ja, auf dem Spendenkonto. Und auch da nutzen Polizeikontakte, die man ja vorher als Vertrauen ins Spiel bringt, nutzen dann was, dass ihr direkt einen Teil davon wieder umsetzen könnt. Erzähl das, hier ist ja kaum zu glauben, was da passiert. Ja, ja, wir waren dann über diesen 2000 Euro, die wir selber ausgegeben hatten und haben überlegt, wir hatten noch ein bisschen Platz im Auto, nicht so viel, also für 8000 hätte es jetzt nicht gereicht, aber wir konnten noch Waren einladen und haben dann über diese Polizeikontakte in Polen eine Bekleidungsfirma ausfindig gemacht in Lodz, wo die Kollegin aus Polen noch arbeitet, der dann tatsächlich um 0.05 Uhr Mitternacht für uns den Laden nochmal geöffnet hat. Mitternacht öffnet mitten in Polen, ja, wo du vorher noch nie warst wahrscheinlich. Nie. Noch nie, ja, öffnet dann ein Geschäft für euch. Ja. Ja. Und da haben wir noch für ungefähr 2500 Euro noch warme Kleidungsstücke gekauft. Auch die Dinge, die gebraucht werden, nicht einfach irgendwelche Kleidung, sondern, ja, Thermounterwäsche, warme Schuhe, Mützen. Mhm. Die Dinge, die gerade gebraucht werden, das, was noch ins Auto passte. Und eigentlich, da war schon klar, wir haben noch Geld übrig. Wir müssen noch mal fahren. Da sind wir jetzt, da kommen wir gleich zu, dafür packt ihr gerade. Aber das ist genau das, du hast es eben so im Halbsatz erwähnt, nur die Dinge, die gebraucht werden. Das hat man ja gerade bei der Ahrtal-Hilfe erlebt, dass der Nürburgring übergelaufen ist, quasi in, ich möchte es jetzt nicht übertreiben, aber in Altkleidern, ja, wo die Leute die Keller leer gemacht haben. Gut gemeint, aber am falschen Platz. Und genau da steuert ihr gegen, weil ihr habt euch vorher genau das an Input besorgt, was gebraucht wird, und besorgt das dann mit euren Mitteln zum Einkaufspreis oder als Spende. Genau. Wie funktioniert das? Ja, zum einen über die Kontakte zur Polizei Polen, die wiederum Kontakte zur Polizei Ukraine haben, die auch genau wissen, was im Land gebraucht wird. Darüber hinaus haben wir bei der ersten Tour sind wir fast von der weißrussischen bis zur slowakisch-ukrainisch-polnischen Grenze alle Flüchtlingslager abgefahren. Die Zeit haben wir uns genommen, um tatsächlich zu gucken, wie sieht es in den Flüchtlingslagern aus, was wird gebraucht, was brauchen die Menschen. Da haben wir mit den Leuten auch gesprochen. Und wir haben, als wir wieder zurück waren, auch Kontakt zu ukrainischen Hilfevereinen aufgenommen hier in Deutschland und zum ukrainischen Generalkonsulat in Düsseldorf, die uns auch wieder Listen geschickt haben, was gebraucht wird. Die haben wir übereinander gelegt, den größten gemeinsamen Nenner gebildet, und so ist eine Liste entstanden, wo wir wirklich sicher waren, das sind die Dinge, die vor Ort gebraucht werden. Also wir haben ganz, ganz viele medizinische Produkte. Das ist auch der Hauptteil. Wir haben einen sehr guten Kontakt zum Krankenhaus in Kiew und zur Kinderklinik in Kiew, die uns gesagt haben, was sie brauchen, und jetzt auch einen Kontakt, wo wir es übergeben können, dass es auch nach Kiew weiter transportiert wird. Das sind Medikamente jeglicher Art, die natürlich nicht verschreibungspflichtig sind, aber mit Schmerzmitteln, mit Hustensaft, Mittel gegen Durchfall, insbesondere auch für Kindermedikamente. Da sind sehr viele Hygieneprodukte dabei für Kinder und für Erwachsene. Bedingt Kleidung, die Dinge, die ich eben schon genannt habe, aber auch ganz außergewöhnliche Dinge, auf die ich jetzt spontan nie gekommen wäre, wie Stirnlampen, Batterien, ja, ja, oder solche Dinge, die man nachvollziehbarerweise braucht, Isomatten, Schlafsäcke. Ja, aber erst einmal drüber nachdenkt, wirklich. Ja, ja, genau. Und das sind schon sehr, sehr viele verschiedene Produkte gewesen. Was euch von anderen Hilfsorganisationen und Hilfsideen, Konvois unterscheidet, ist ja, du hast direkt beim ersten Mal schon gesagt, mit den 4000 so über den Daumen, ja, da kann man so eine Adresse ansteuern, genau, auf der polnischen Seite, das ist okay. Warum geht das nicht mit einer Summe? Ihr habt jetzt, haben wir es eigentlich schon genannt, nee, ihr habt nicht fast, wie viel habt ihr jetzt zusammen? 80, wir sind jetzt am 13. Tag und haben jetzt 80.000 Euro an Geldspenden und ich schätze mal noch so 20.000 an Sachspenden, die wir bekommen haben. 80.000 Euro an Geldspenden. Auf der Autobahn gegründet vor 13 Tagen, da, ja, waren es schon 8.000. Jetzt sind 80.000 Euro zusammengekommen, die ja nochmal verdoppelt werden, dadurch, dass ihr 50% mal mindestens ausgehandelt habt, plus X. Genau. Und noch 20.000 Euro an Sachspenden. Also mega, was da zusammengekommen ist. Und das ist jetzt natürlich was, was man dann nach eurer Einschätzung, die ihr selbst vor Ort getroffen habt, nicht mehr nach Polen, ja, in ein Auffanglager bringt. Genau, oder? Die Kapazitäten in so Auffanglagern sind ja auch begrenzt. Es gibt, ja, kleinere und größere, aber Warenwerte von 160.000 Euro, die ich zum Einkaufspreis bekomme, das sprengt natürlich auch ein Auffanglager. Und uns ist es wichtig, dass nicht nur eine gewisse Anzahl von Menschen profitiert, sondern dass bestmöglich nach Bedarfen verteilt wird. Insofern
haben wir jetzt über diese Kontakte, die ich eben genannt habe, versucht, wie so ein Amazon-Verteilzentrum zu finden, die aufgrund unserer Beschriftungen, weil jedes Paket ist einzeln verpackt. Also nicht wörtlich Amazon-Verteilzentrum, ja, sondern wie sowas, ja, funktioniert. Genau. Die quasi die Schlafsäcke an die Stelle bringen, wo Schlafsäcke gebraucht werden. Die Medikamente gerade für Kinder dahin bringen, wo Medikamente gebraucht werden und so weiter. Und das haben wir jetzt ausfindig gemacht und das steuern wir morgen an. Und wo das ist, sagen wir nicht. Wo das ist, zeigen wir auch nicht. Ihr musstet jeden einzelnen Karton beschriften, kyrillisch und mit der Adresse dieses Zentrums. Und das dürfen wir eben genau nicht zeigen. Machen wir natürlich auch nicht. Das ist ein Teil dieser schwierigen Umstände. Schwierige Umstände sind auch, ihr wollt diesmal natürlich, nicht natürlich, sondern ihr habt es so geplant, nicht auf der polnischen Seite zu bleiben, sondern wirklich in die Ukraine reinzufahren. Genau. Es war nur ein paar hundert Meter, es ist so eine grüne Zone, die man gegründet hat zur Übergabe solcher Hilfsgüter, wo man auch diese Dinge direkt an die ukrainischen Kollegen oder an ukrainische Hilfsvereine übergeben kann, wo man auch nochmal sicherer sein kann, dass es tatsächlich da ankommt. Das hat ein Verein auch aus Bonn auch gemacht und die kriegen dann auch die Bilder, wie es dann beispielsweise im Krankenhaus ankommt mit der Beschriftung, das sieht man dann. Und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir das nachher nachvollziehen können. Wenn wir jetzt hier hinten reingucken, wo wir die ganze Zeit stehen, da sind ja auch Sachen echt dabei, die man eigentlich schon gar nicht mehr gesehen hat. Hier sowas für unter die Achseln, ich glaube, die gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Aber in einem Kriegsgebiet ist wahrscheinlich irgendjemand froh, der genau das braucht als Hilfsleistung. Und wenn ihr nach diesen Bedarfen weiterarbeitet, habt ihr ja jetzt Geld zur Verfügung gehabt. Ja. Gerade während wir hier plaudern, wird im Hitmarkt und bei Decathlon noch eingekauft, darf man ruhig mal nennen. Ja. Ja. Da wird gerade auch zu diesen 50%-Konditionen mal mindestens eingekauft, so über den Daumen. Und noch zwei weitere LKWs vollgemacht. Aber ihr gebt im Moment noch nicht das ganze Geld aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Uns ist einfach ein Anliegen, dass wir auch uns selber persönlich dafür überzeugen, bei allen vertrauensvollen Kontakten, dass wenn man mal da war, sieht, wie das verteilt wird und wie es dann weitergeht und ob es auch da ankommt, wo es ankommt. Wir sind uns zwar zu 100% sicher, dass es in diesem Fall der Fall ist, aber wir wollen es selber sehen. Und deswegen macht es für uns keinen Sinn, jetzt 80.000 in dem Fall auszugeben. Das wäre auch logistisch ein Problem, aber die auszugeben und dahin zu bringen und nachher geht doch irgendwas schief. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine bisschen größere Tour. Ich meine, von 4.000 zu jetzt ungefähr 35.000 Euro, die wir ausgegeben haben, ist schon ein Riesensprung, was man hier auch in der Logistik im Hintergrund sieht. Ja. Und das ist ja wirklich nur ein Teil von dem, was wir heute packen. Und wollen die Erfahrungen jetzt am Wochenende mal sammeln, wie es da an der Stelle läuft. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass es gut ist, wird die nächste Tour, die es sicher geben wird, dann auch dahin gehen, vielleicht nochmal mit einer größeren Summe. Zwei weitere 3,5 Tonnen oder was ist das? Sind noch auch gestiftet oder musstet ihr die anmieten? Die sind auch prozentual mit Rabattierungen uns zur Verfügung gestellt worden, ja. So, und jetzt gibt es ja noch ein großes Thema, was auch ständig diskutiert wird. Flüchtlinge zurückbringen, nicht zurückbringen, sondern mitbringen nach Deutschland. Ja. Da habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht als das, was man immer so hört und auf Facebook so liest. Ja. Wir fahren mal rüber und packen den Bus voll. Das ist eben genau das, was du aus Erfahrung raus sagst, was nicht der richtige Weg ist. Ja, wir hatten beim ersten Mal ja zwei Neuensitzer dabei, die wir auch bewusst mitgeführt haben, um Leute mit zurückzunehmen. Zum einen an der Örtlichkeit, wo wir damals in diesem Flüchtlingszentrum ja die Materialien abgeladen haben. Das war aber eher ein kleineres Zentrum, da die wurden entweder schon alle abgeholt, haben nur auf den Weitertransport gewartet und wir haben dann, wie gesagt, von der weißrussisch-ukrainischen polnischen Grenze bis zur slowakisch-ukrainisch-polnischen Grenze ziemlich viele Flüchtlingsheime abgefahren, den ganzen Samstag damals. Damals, vor zwei Wochen, kommt einem schon damals, so lange vor. Ja, ist krass, echt krass. Und haben uns dann bei allen Flüchtlingsheimen und an Busbahnhöfen und an Bahnhöfen erkundigt, ob es Personen gibt, die mitwollen. Aber tatsächlich ist es so, die sich trauen, aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zu fliehen, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber nach unseren Erfahrungen, die haben entweder schon eine konkrete Anlaufadresse, meistens in Polen oder eher im östlichen Bereich Deutschlands, oder wollen bewusst in diesem Lager bleiben, weil sie, ich muss jetzt sagen, naiverweise glaube ich zumindest davon ausgehen, dass der Krieg in einer Woche vorbei ist und sie natürlich über Nacht Haus und Hof verlassen haben und ihre Männer bzw. Väter und dann nicht 2000 Kilometer weg wollen. Mhm. Und natürlich noch die Gefahr sind, wer nimmt mich da mit? Junge Männer sprechen mich an, kann ich absolut nachvollziehen. Und deswegen, Schleuser. Thema, Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir fahren wieder leer zurück, wir zwingen ja niemanden, obwohl wir Unterbringungsmöglichkeiten gehabt hätten. Die haben wir auch auf der Fahrt übrigens organisiert für gewisse Personen. Und da gehen wir jetzt ein Stück weit anders vor. Dürfen wir über das sprechen, was ihr vorhabt, was in Planung ist? Oder ist das auch so ein Projekt, wo wir sagen, reden wir lieber noch nicht drüber? Also man kann es sehr allgemein fassen, weil wir einfach keine Versprechungen machen wollen und nachher wieder leer zurückkommen und die Leute sind enttäuscht. Okay, komm, dann Haus raus, dann lass... Aber wir können zumindest mal sagen, dass wir über diese ukrainischen Vereine oder das Generalkonsulat schon in Kontakt stehen mit Personen oder
Institutionen in der Ukraine, die gerne flüchten würden, aber nur dann flüchten und evakuiert werden aus Kriegsgebiet und die Gefahr der Durchreise durch das Kriegsgebiet auf sich nehmen, wenn sie wissen, sie werden an irgendeiner Stelle in Empfang genommen und kommen nicht in irgendein Auffanglager. Und von jemand Vertrauenswürdigen. Das kommt dazu. Und da haben wir momentan ein paar Optionen, aber das ist halt Minutenplan. Das wird sich tatsächlich auch überwiegend auf der Fahrt entscheiden, ob diese Evakuierung geglückt ist, ob die zeitlich genau dann an der Grenze sind, wo wir hinkommen können. Das ist natürlich auch logistisch nicht ganz einfach. Darfst du oder kannst du im Moment diese tragische Geschichte erzählen, die du mir im Vorfeld erzählt hast, mit der Einrichtung, um die es konkret gehen könnte und was da im ersten Fluchtversuch passiert ist? Oder ist das was noch der Geheimhaltung ist? Nein, da kann man durchaus drüber berichten. Ich möchte damit nur nicht die Hoffnung verbinden, dass wir jetzt in Anspruch haben. Das versteht, glaube ich, jeder, dass das so ist. Aber ich finde, dass man so eine Geschichte erzählen sollte, um das besser zu verstehen. Was ist da passiert? Ja, wir hatten Kontakt über das ukrainische Generalkonsulat zu einer Waisenunterkunft in der Nähe von östlich von Odessa, also mitten im Kriegsgebiet, die sich dazu entschieden haben, zu evakuieren, um den Kindern, das sind 93 Kinder, Waisenkinder, zu helfen im Alter bis 16 Jahre. Und die haben dann versucht zu flüchten, allerdings sind alle drei Betreuer, die sie begleiten wollten, direkt vor der Tür erschossen worden. Unvorstellbar. Die Kinder sind dann unversehrt zurückgekehrt, weil es auch nicht weit von dem Haus entfernt war. Und jetzt haben sich tatsächlich welche gefunden, die bereit sind, die Kinder nochmal zu versuchen zu evakuieren. Da stehen wir momentan in Kontakt, wobei ich momentan nicht weiß, wo befinden sich die Kinder. Sind die sich vielleicht in eher Richtung moldawisch oder rumänisch-ukrainische Grenze? Wir würden auch dahin fahren, aber nur wenn wir sicher sind, dass es irgendwie auch passt. Aber wenn das jetzt klappt und ihr denen eine Chance bieten könnt, die nach Deutschland zu holen, die kriegt er ja nicht in den neuen Sitzer rein. Das wird schwierig tatsächlich und Verkehrssicherheit spielt da ja auch noch eine Rolle, gerade wenn ihr unterwegs seid. Aber dann haben wir gesagt, bis zur Abfahrt morgen früh, wenn wir bis dahin ein Zeichen haben, dass es realistisch ist, dass die mitgenommen werden, dann versuchen wir in aller Kürze zwei Busse zu organisieren, die sich auch auf den Weg zu dieser Grenze machen, die wir dann irgendwo unterwegs treffen und dann gemeinsam dahin fahren und die Personen aufnehmen. Aber das steht halt viel noch in den Sternen. Busunternehmer der Region, ich habe da schon einen ganz speziell im Auge. Macht euch schon mal warm. Es kann sein, dass da heute Nacht, morgen früh oder vielleicht sogar, das meiste ist ja im Laufe der Fahrt entstanden, auch vielleicht dann noch was kommen könnte, wo wir eure Hilfe gerade noch mal bräuchten für ein Megaprojekt, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Wir steuern auf jeden Fall noch ein Gruppenbild bei, wahrscheinlich morgen früh bei der Abfahrt. Wir werden auch bei der Abfahrt versuchen, morgen früh nochmal live zu gehen. Thomas Wölsch, vielen Dank für die Worte hier. Es wird Zeit, dass du die Jacke wieder ankriegst. Ich habe schön die Jacke an. Seine Jacke mussten wir nutzen, um eines der Sachen unkenntlich zu machen, die unkenntlich gemacht sein müssen. Wir hätten auch meine nehmen können, aber er sieht besser aus im T-Shirt. Voll geschwitzt, ja. Thomas, absolut klasse Aktion. Bleibt zu fragen, was ist denn im Dienstbetrieb in Andernach? Da gab es wirklich auf 56 aktuell einen Menschen. Ich habe jetzt einen Abonnent weniger, der ist rausgeflogen, der dann gesagt hat, die sollen da hierbleiben und sollen sich um die Verbrecher in Andernach kümmern. Das ist ja Schwachsinn, oder? Das tun wir ja auch. Ja. Also es waren bewusst nur die Kolleginnen und Kollegen mit, die am Wochenende ohnehin frei gehabt hätten. Das hätte keine Auswirkung auf den Dienstbetrieb gehabt. Das ist auch wichtig für die Dienststelle natürlich. Und deswegen rekrutieren wir die Leute, die frei gehabt hätten und ihre Freizeit opfern und am Montag, genauso wie ich, wieder ganz normal ihrem Hauptjob nachgehen. So, was sagen wir dem, der gefragt hat in den Kommentaren, da entstehen ja wieder jede Menge Überstunden. Ja, dass es eine rein private Veranstaltung ist, auch nicht mit Steuergeldern finanziert. Wir zahlen das, auch den Sprit kriegen wir teilweise sogar von der Firma. Haben wir Kanister bekommen, Unmengen, die uns diese zur Verfügung gestellt haben. Selbst der Sprit ist gespendet und geht nicht mal von den Spendengeldern ab. Das können wir rein in die Warenwerte investieren und so ist es natürlich mit unseren Stunden genauso. Mega Aktion und nach der zweiten Tour, die morgen beginnt, ist die dritte noch nicht in Planung, aber sie wird stattfinden. Also es gibt noch keinen Termin, aber sie findet definitiv statt. Wir sagen jetzt mal vorübergehend Tschüss aus Andernach, melden uns aber morgen bei der Abfahrt nochmal von hier. Thomas, vielen Dank, Willi. Mega Ding. Danke. Jetzt sind wir tatsächlich in unserer Zieladresse angekommen und wie man im Hintergrund sieht, laden wir mittlerweile schon das zweite Fahrzeug aus. Das Feuerwehrauto ist schon ausgeladen, jetzt ist der zweite und der dritte LKW dran, unmittelbar in die Fahrzeuge der ukrainischen Hilfskräfte, hier auf ukrainischer Seite und da wird es direkt nach Kiew gebracht, unter anderem ins Krankenhaus, wofür wir ganz, ganz viele medizinische Produkte beschafft haben und das verschafft uns einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass der Plan genauso aufgegangen ist und wie die Spenden tatsächlich hilfs- und bedarfsorientiert dahin bringen können, wo sie gebraucht werden. Sonntagmorgen,
in Andernach. Ihr seid wohlbehalten wieder angekommen. Erste Eindrücke von der Tour? Ja, sehr anstrengend, was zu erwarten war. Dafür aber sehr erlebnisreich, mal wieder wie vor 2 Wochen, aber ganz anders und überglücklich. Ganz anders bedeutet was? Ihr wart in der Ukraine drin? Genau, dieses Mal hat es geklappt. Ich meine, bei der letzten Tour war es doch innerhalb von 24 Stunden. Da waren diese Vorbereitungen übers Konsulat und über Hilfsvereine nicht möglich. Wir haben jetzt am Wochenende gesehen, was es für ein Aufwand ist, ein- und wieder auszureisen. Das unterschätzt man sehr leicht, wenn man in ein Land einreisen, ausreisen möchte, was eben Kriegsgebiet ist. Das dauert schon mehrere Stunden und bedarf eben auch der Vorbereitung, der Anmeldung mit Bedarfslisten, mit Pässen, mit Fahrzeugkennzeichen, mit allem drum und dran. Und das hat diesmal funktioniert. Aber auch das mit der bedarfsgerechten Lieferung dahin, wo es hingehört, hat anscheinend auch funktioniert. Ihr habt an ukrainische Hilfskräfte übergeben und kriegt auch die Bestätigung, dass es angekommen ist, da, wo es hin soll. Ja, so sieht's aus. Wir hatten tatsächlich bis zuletzt immer noch Restzweifel, was ja logisch ist, wenn man die Leute vorher nicht persönlich kennt, trotz aller verbindlicher Zusagen. Aber wir haben es ja jetzt live gesehen, wir waren in der Ukraine, wenn auch nicht weit, aber es hat gereicht, um es unmittelbar an ukrainische Hilfskräfte zu übergeben. Wir haben es umgeladen, wir haben es auch dokumentiert und auf unserer Instagram-Seite auch als Videobeiträge hochgeladen. Und wir haben die Zusage, dass wir unsere sehr speziell beschrifteten Kartons auch als Fotodokumentation in 2 bis 3 Tagen kriegen, wenn das überwiegende Material eben in Kiew im Krankenhaus ankommt, da wo es überwiegend doch hingehört. Aber ihr habt nicht nur abgeliefert, sondern auch mitgenommen. Ja, das hat beim letzten Mal ja nicht funktioniert. Das mit den Waisenkindern hat diesmal leider auch nicht funktioniert, weil die zeitliche Übergabe an der Grenze einfach nicht gepasst hat. Das gehen wir jetzt ab morgen an, dieses Projekt. Aber wir sind nochmal dahin gefahren, wo wir letztes Mal waren, vor 2 Wochen. Da hatten wir relativ viele Flüchtlingsanlaufstellen aufgesucht, um uns einen Eindruck vor Ort zu machen. Und das hat sich jetzt ausgezahlt, weil wir genau die kannten, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass eben Leute auch Hilfe suchen und auch nach Deutschland fahren wollen. Und so war es heute dann auch, oder gestern. Wie viele Menschen und nicht nur Menschen habt ihr mitgebracht? Ja, wir haben zuerst 7 Personen mitgenommen, davon 3 Erwachsene und 4 Jugendliche und eine Katze, die zur Familie dazugehört oder zu einer der Familien dazugehört, unmittelbar an der Stelle, von der ich eben gesprochen hatte, haben dann aber, und das ist auch sehr kurios, auf der Rückfahrt eigentlich schon noch eine Nachricht bekommen von einer Andernacher Bürgerin, die auf Instagram unseren Weg begleitet hat und gefragt hat, ob wir noch 2 Personen, eine Erwachsene mit ihrem Sohn in Krakau einsammeln können, wo wir ohnehin vorbeigekommen sind. Und irgendwie haben wir noch die Sitzplätze freigeschaufelt mit Logistik und hatten die 2 Sitzplätze noch. Da haben wir noch kurz angehalten in Krakau und haben auch die 2 noch aufgesammelt, sodass wir insgesamt jetzt 9 Menschen und eine Katze mit zurückgebracht haben. Mega. Dir steht's ins Gesicht geschrieben. Das war eine harte Tour, oder? War in der Tat eine harte Tour. Wir hatten ja bewusst von Freitag auf Samstag noch mal übernachtet, obwohl selbst der Tag sehr lang war. Aber wir wussten, dass es kräftezehrend wird und sind im Prinzip jetzt seit Samstagmorgen 5 Uhr auf den Beinen, haben die Nacht jetzt durchgefahren. Was auch nicht ganz unriskant ist. Man will ja, hat ja auch die Verantwortung dann für diese Menschen, aber durch ständigen Fahrerwechsel ging es. Aber trotzdem war die letzte Nacht ohne Schlaf, sondern in der Dunkelheit auf der Autobahn. Und jetzt gab es hier in der Dienststelle von den Kollegen auch wieder über das Telefon schnell angefordert, aber hier organisiert ein Frühstück. Ja, letztes Mal haben wir das Spendenkonto auf dem Beifahrersitz organisiert. Diesmal hatten wir die Herausforderung, erstmal die Unterbringungen zu organisieren für die Menschen, weil wir wollten nicht in irgendwelche Sammelunterkünfte des Landes oder der Kommune, nicht weil es denen da nicht gut geht, sondern weil sie einfach bei Privatleuten besser und individueller betreut werden können. Und das, glaube ich, nach den Erfahrungen, die gemacht haben, auch sehr wichtig ist. Und so haben wir erstmal, der Marcel, dann relativ viel telefoniert auf der Rückfahrt und hat irgendwie geschafft, die 9 Menschen auch alle individuell und bedarfsgerecht unterzubringen bei Familien, wo wir sie gleich auch noch hinfahren werden. Ja, und das war die größte Herausforderung eigentlich jetzt für die Rückfahrt. Das weniger Herausfordernde war dann tatsächlich noch 2, 3 Kollegen und Kolleginnen zu finden, die in der Freizeit am Wochenende eigentlich jetzt noch um 5 Uhr aufgestanden sind, heute Morgen gestern Abend schnell einkaufen waren und heute Morgen für 19 Leute ein Frühstück gezaubert haben. Aber auch das zeigt wieder den enormen Zusammenhalt unserer Truppe hier. Mega Aktion, man kann es nicht oft genug sagen, aber jetzt habt ihr sie in den Knochen, die 2. Tour, und ihr wisst schon, es geht mindestens noch ein 3. Mal los. Ja, das hatten wir vorher schon gewusst, weil das Spendenvolumen einfach so groß war, dass wir nicht alles jetzt zusammenpacken konnten. Also es wird noch ein 3. Mal losgehen. Wir versuchen jetzt heute und morgen die Logistik wieder rückabzuwickeln. Da gehört ja relativ viel dazu, die Fahrzeuge volltanken, die Fahrzeuge zurückbringen, unsere Lagerhalle haben mit den Resten bestücken und die Rechnungen in der Excel-Tabelle eintippen, die Abrechnung machen von Tanken über Maut, über Essen, über Trinken, Überweisungen tätigen. Das ist relativ viel, das wollen wir bis morgen Abend geschafft haben und ab Dienstag geht es dann in die Planungen für die nächste Tour.